Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect 1. Wir sind jetzt hier unterirdisch irgendwo eingestürzt, oder beziehungsweise wir kommen da nicht mal raus. Wir müssen jetzt einen anderen Weg finden. Mit dem Gewehr am Anschlag, falls jemand kommt. Und ja, wir dürfen jetzt alles umhauen, was wir uns in die Quere, glaube ich, kommt. Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Kila, was ist das? Da hast du recht, was ist das? Es sieht aus wie eine Pflanze. So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Alter. Ich rieche Bosskampf. Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Ich will nur das, was Saren hat. Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Lassen Sie die Kolonisten frei. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Oh, sorry. Weiß nicht, ob es da mehrere von gibt, aber das sieht so aus, ne? Guter Anfang! Jetzt machen wir es fertig! Jawohl, komm hoch hier. Ich muss dich mal heilen. Schade, dass man die Sohn noch nicht umbringen kann. Hätte ja sein können. Noch eine. Ja, es sind Klone. Shit. Komm zurück. Brauche ein bisschen Abstand. Unser Leben sieht gar nicht so gut aus. Ich hoffe, wir kriegen ja irgendwo Medizinpacks oder so. Ah, guck mal da. Aber ich glaube, da sind keine drin. Ich glaube, das ist nur ein Waffenschrank. Oder? Naja, sieht so aus. Achtung!
So, warte, bevor wir jetzt hier weitergehen. Hier ist nichts, ne? So, Achtung. Greifen uns viele an. Bisschen aufpassen. So, Achtung, überhitzt. Ihr müsst euch gerade mal ein bisschen selber drum kümmern. Oh, Tati ist tot. Nicht gut. Nicht gut. Kannst du gar nicht. Autsch. Okay, komm her, Tali. Komm rüber. Gott, was stinkt das hier? Mir wird gleich schlecht. Sorry. Ich brauche ein paar Medikits. Nur ein paar. Oh Gott, wie viele sind denn da hinten? Ja, könnte interessant werden. Können wir hier speichern? Tatsächlich, können wir. Cool. So. Oh, ruhig draufhalten, denn ich habe noch die Möglichkeit, dass die Waffe nicht überhitzt wird. So. Okay. Ich denke mal, die anderen, die werden sicherlich im Kampf nochmal kommen, wenn wir hier den Weg runtergehen. Was ich mir gut vorstellen kann. Hatten wir das auch noch einer. Okay. Hat sich erledigt mit Kampf nach vorne. Überhitzt immer noch. So. Jetzt aber. Tali, willst du nicht aufsteigen? Aufstehen? Aufsteigen. Auch sehr schön. Stufenaufstieg. So. Kommt nur hier ran. Oh, da ist noch einer irgendwo. Da. Puh, so, jetzt müssen wir es mal Tali wiederholen. Kommst du? Super. Ich habe aber leider kein Dings hier. Gehe mal das Level für euch an. Ich gehe hier auf Fitness nochmal. So. Lenko, du kannst heben. Und Tali, du kannst auch auf Dämpfung. So. Ihr habt zwar nicht viel Leben dadurch bekommen, aber das ist jetzt nicht so wild. Ich muss mal gucken, wo wir eventuell... Medizinische Station, das ist gut. Das ist gut. Hier müssen wir auf jeden Fall ran. Wenn wir das schaffen, ohne... Jawohl. So, wir haben Medikits bekommen, das ist gut. Hier, einmal bitte heilen. Danke. Oh, das sieht doch schon mal besser aus. So gefällt mir das. So. Es war erstmal nicht viel gewesen, aber es ist für den Anfang ganz gut. Achtung, hinter euch. Bleibt da nicht stehen. Einfach voll drauf. So. Geht weg, ihr blöden Viecher. Oh, hier sind ja überall welche. Aber es erklärt, wo die herkommen. Oh, das ist interessant, ne? Die stehen nicht alle gleichzeitig auf, sondern immer nur so viel, wie ich hier den Wichs abziehe. Was interessant gelöst ist, muss ich sagen. Achtung! You must die. Nicht gut. So. Den hatten wir besiegt, ne? Genau. Alter, was geht denn hier ab, ey?
alles. Okay, hier müssen wir auch noch was besiegen und dann müssen wir da runter. Ich gucke mich aber hier jetzt nochmal ein bisschen um. Es ist verletzt, Commander Shepard. Wir sind auf der richtigen Fährte. So, dann gehen wir hier mal runter. Nee, nicht runter, hoch. Wir müssen immer noch weiter hoch. Okay. Hilfe! Zu viele! Eindeutig zu viele! Alter! Geht weg! Geht weg! Einfach draufhalten jetzt! Wie viel Leben haben die denn? Alter! Okay, wir hätten die auch mit einer anderen Waffe sicherlich ausschalten können, aber ich bin mit der eigentlich am besten gefahren, solange immer. So, jetzt haben wir kein Leben-Pack mehr. Gut, vielleicht kriegen wir ja hier noch irgendwo einen. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Und wir kommen immer dem Zentrum immer näher, so wie es aussieht. Mach die mal nieder. Ich hab mich umgeschubst. Wo ist die denn? Na toll, jetzt ist jemand gestorben, weil ich hier gerade irgendwie total verwirrt war. Oh, stirb doch endlich mal da. Blödes Vieh. So. Okay, ich glaube, das war's. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Okay. Er hat sie ausgetrickst. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Ja. Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Sie wollte Saren manipulieren, aber letztendlich ging ihr Plan nach hinten los. Wie ist das möglich? Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich.
Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Das ist schrecklich. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was kann das Ding? Was ist der Dechiffrierer und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Der Dechiffrierer ist Wissen, also? Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken? Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Es muss doch aber einen Weg geben. Ich brauche dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Was ist da gerade passiert? Alles in Ordnung? Keine Angst, geht schon. Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Und was soll ich mit ihm machen? Ich kann nicht noch mehr Zeit hier verschwenden. Ups. Nicht solange Saren noch nach der Röhre sucht. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Saren muss aufgehalten werden, bevor er die Röhre findet. Ich werde hier bei den Kolonisten bleiben. Okay. Ich verspüre große Scham, dass ich an ihrem Leiden beteiligt war. Solange noch einer der Kolonisten auf dieser Welt lebt, werde ich tun, was ich kann, sie zu schützen und ihnen zu helfen. Sie haben es geschafft. Da der Turianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Ja. Und wir sind Exogeny-los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Bitte. Ich habe gerne geholfen. So, ich werde nochmal mit den Leuten hier reden dann.
aber nicht mehr in der Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin. Und tschüss.